Wir haben unser erstes Shiny und Shiny Nummer 4. Shiny Nummer 5. So, noch ein Hydropi. Oh, hallo. Was geht ab, Leute? Hunger aus dem englischen Garten. Heute ist Hydropi Sea Day. Der fängt aber erst in ungefähr 2 Stunden an. Aber heute ist hier Japan-Tag. Ich war letztes Jahr auch hier zufällig mit Dimi und Chong. Da hatte Dimi sein Comeback gefeiert. Ja, heute ist Sea Day. Ich glaube nicht, dass sie am Start sind, aber wir schauen hier mal kurz vorbei, bevor wir zum Sea Day gehen. Aber noch habe ich niemanden erkannt. Doch Bakugo habe ich vorhin erkannt. My Hero Academia, momentan sehr gehypt. Gönnt euch. Keine bekannten Cosplays. Ah, ich zeige euch hier, glaube ich, noch ein bisschen was. Oder auch hier von Full Metal Alchemist. So, wir laufen mal durch die Hauptflächen. Ist eigentlich nicht nur Anime, Manga, Cosplay, sondern Japan-Tag. Zum Beispiel gibt es hier Go. Nicht Pokémon Go, sondern Go. Okay, der Witz war echt schlecht. Der war echt schlecht. Dann gibt es hier Kendo, glaube ich. Ne, da nicht. Aber letztes Jahr gab es da Kendo. Das ist Kempo. Ich habe immer noch nicht so viele Cosplays gesehen, die ich erkannt habe. Ich bin nicht mehr im Business. Ich kenne die Szene nicht so. Ich bin nur Mainstream, ich kenne nur die Mainstream-Sachen. Übrigens, letztens so ein Anime-Studio in Japan abgefackelt. Richtig brutal. Beileid geht raus. Gutes Studio, das hatte glaube ich so Inuyasha sogar. K-On. Mein Beileid. Nur wegen so einem so verrückten. Hier ist wirklich voll, ja. Danke an unseren Sponsoren, Japan Fest. Wir sind hier in Pasing. Ihr wisst, ich hasse Pasing, aber angeblich hat es ein bisschen geregnet und jeder wollte hierher kommen. Ich dachte, es wird hier überfüllt, aber um ehrlich zu sein, hier ist gar nichts los. Echt fast niemand, ich musste vorne sogar Module zünden. Aber wir haben hier ein paar Freunde am Laufen. Bam, 400.000. 500.000. 600.000. Es sind nicht so viele. Wir haben ja jetzt eigentlich jede Woche irgendwie was aufgestiegen mäßig. Also es sind halt echt kaum welche. Und ein, zwei habt ihr gerade, glaube ich, verpasst. Wahrscheinlich haben wir noch keinen, aber ja, das wird sich noch ändern, hoffentlich. Schauen wir mal. Ja. Pasing, Alter. Wir sind zurück. Ich bin nicht begeistert. Zumindest müssen wir nicht da rein, weil ich hasse diesen Laden. Der soll pleite gehen. Wir haben unser erstes Shiny. Nicht ganz. Also das erste, was ich wirklich fange, anklicke. Aber ich habe schon 2 geklickert mit meinem Ball. Also ist das Nummer 3. Ich weiß nicht, irgendwie ist nicht so motivierend. Motivation nicht so hoch. Die Spawns sind irgendwie relativ low und es sind auch gar nicht so viele Leute am Start. Aber viele bekannte Gesichter, wenn man mal an einem neuen Ort ist, dann sieht man halt hier und da mal ein paar Gesichter, die man nicht immer sieht. Das ist ganz cool, aber ansonsten. Aber um 17 Uhr steht auch wieder Regen. Ja, Regen. Schauen wir mal, ob der Regen noch kommt, aber Alter, schaut euch diese Sonne an. Und Shiny Nummer 4. So. Meine Freundin hat irgendwas richtig, richtig krasses. Ich soll gerade erraten, was aber. Meine Versuche waren jetzt irgendein 100er Shiny Lucky und 100er Lucky Clipbook. Es scheint echt krass zu sein. Was ist es? Blumenkranz Pikachu 100. Shiny oder nicht Shiny? Nein. Ich sag nur, er hat die Messlatte so hoch gesetzt. Ja, aber ist cool. Shiny Nummer 5. Ich hab gerade gesagt, die Spawnrate ist irgendwie niedrig. Und da waren Asiaten, die mir zugewogen haben. Falls ihr das Video seht,
Ich habe euch gesehen. Ah ja. Von was denn? So, noch ein Hydrophil. Ich weiß nicht, man kann da eigentlich gar nichts machen. Du schaust halt Leuten zu, wie sie sich verkleidet haben. Und dann schaust. Mit mir oder mit der Kamera? Mit dir eigentlich. Nein, nein, du redest mit der Kamera. Also, sie hat gefragt, wie der Japan-Tag war. Und ich habe gesagt, da kann man eigentlich nichts machen, weil da ist auch ein Hydrophil-Shiny. Da sind halt ein paar Stände, da kann man halt kurz vorbeischauen und dann sieht man halt die Cosplayer und das war's. Raids in Parsing, wie ich das vermisst habe. Alter, diese Mengenmasse. Ich weiß noch, wo Safari, nicht Safari-Zone, Safari-Event. Hier war mit Kangama, Alter. Jeder Raid sah so aus. Noch mehr, jetzt ist ja eigentlich wenig. Ich mach dir natürlich nicht mit, weil das ist eine Gold-Arena. Und ich raide nicht auf Gold-Arenen. Ich brauch die 1000 Punkte auf anderen Arenen, aber das weckt Erinnerungen. Das wirkt echt geile Erinnerungen. Wir haben noch einen Shiny. Ich bin ein bisschen traurig, Leute. Da hat jemand einfach so ein Geschenk aufgemacht. Wir haben es halt in der ersten halben Stunde beide verpasst. Ich habe ihm ein Geschenk geschickt. Ich dachte, er öffnet, aber er hat es nicht geöffnet und ich habe nicht gecheckt und sonst hätte ich es auch geöffnet. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Glücksrad laufen hat. Hätte er ja gesagt, hätte ich auch ein Ei gezündet, aber er hat nicht ja gesagt. Er hat es einfach nur gezündet. Ja, sowas macht mich traurig. Ja, aber auch noch ein Shiny, also. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber an sich schon viele für meine Verhältnisse. Ja, gefangen. Wir chillen uns jetzt da vorne hin, gönnen uns was Kaltes zu trinken oder einfach noch so die letzte Stunde abklingen lassen. Heute ist ruhig. Ruhig und entspannt. Die anderen machen jetzt so eine Festung bei Harry Potter. Wir entwickeln unsere Hydropie. Und zwar. Unser Lucky erstmal. Ja, dann geht's. Weil? Ich hatte den sogar noch gar nicht im Lucky-Dex-Eintrag. Ich bin noch nicht in der 8. Auch wenn ich nicht mehr Lucky-Dex-Eintrag mache. Ich brauche ja einen Shiny Lucky Hydropie jetzt. Und dann noch. Ein paar Shinies, ein paar. Einfach ein paar schlechte. Die unter 1,5 sind, die möglicherweise danach gefragt werden. Gefragt sind von Leuten, die heute PvP, heute Ding verpasst haben und das für PvP brauchen. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie viele ihr bekommen habt. Wir checken nochmal bei mir, ich glaube es waren 9. Bam! Genau 2444 für zweite Liga. So, Moment. Wir haben ein. Ach, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Turmkammer 1. Das dauert zu lang. Hier so. Ich habe. Oh, 3, 6, 9, 12. Ich brauche 21 Energie und 12. So, entwickeln wir noch den und noch den 100er und dann off-camera noch ein paar für PvP. Da habe ich gerade gedreht, wie lange ich kann nicht bei dem Ding drehen, hier bei dem Grünen. So, Harry Potter Serious Business sehe ich gerade hier. Die sammeln sich jetzt, um diese Festung anzugreifen. Da hinten war gerade was etwas Selteneres. Ich habe es angeklickt und ich hatte keine Energie. Zum Glück war daneben so ein Haus, habe 3 Energie bekommen, habe den beim ersten Versuch reinbekommen. Also mit 3 Energie hätte ich 3 Versuche gehabt. So. Jetzt noch Hydropi schnell, den 100er. Ganz unten, der ist sogar mächtig, 999 von, was weiß ich, von wow. München. Gestern haben wir diese Phönixe gesehen. Das waren echt selten. Diese roten. Einer ist wirklich gemaxt. Nächsten Montag. Maxot Monday. Morgen. Morgen ist Montag. Wir nennen das morgen. Shining. Kann man sich auch gut ableiten von Pokémon Go, so shiny, shiny. Aber die anderen, wie nennt ihr dann die anderen mit Geld? Event. Nee, das ist alles, was so strahlt. Ja, ja. Diese komischen Lichtsäulen sind dann alles so shiny. Aber der mit Orangen strahlt, der ist noch krasser. Rot ist noch krasser. Gibt Rot? Ja, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Oh mein Gott. Harry Potter Gelaber.
So, 100er Sumpex. Gelaber, Alter. Gerede. Bäm! 2634, wie mächtig ist der Mann? Der war bestimmt noch Ü30, Alter. So, ist der nächste Morgen. Ich habe gestern nicht mehr geschafft, das Video hochzuladen. Offensichtlich, weil wenn Ziele jetzt immer um 16 Uhr anfängt, geht bis 19 Uhr, eine Stunde entwickeln noch so, dann essen gehen und dann bis man zu Hause ist, da schaffe ich das Video nicht mehr am selben Tag noch hochzuladen. Aber C-Day war ganz okay. Ich war mal nach langer Zeit wieder in Pasing. Das war halt interessant zu sehen, was da so abgeht. Ich muss sagen, viel, viel weniger als erwartet. Früher war es halt so voll in Pasing. Okay, früher war auch Samstag. Und da waren auch noch normale Leute. Nicht nur Spieler, aber es war schon echt wenig los. Und spawntechnisch war eigentlich auch ziemlich wenig los. Also ich weiß nicht, was da los war, aber irgendwie war nicht so gehypt, sage ich mal. Es war nicht so viel Energie. Lag vielleicht auch am Wetter. Es war echt immer heiß, kalt, Regen, Sonne. Mal hat es geregnet, mal hast du dich verbrannt vor der Hitze. Also ja, weiß nicht. Irgendwie war komisch, aber natürlich haben wir gezockt. Wir haben es durchgezogen. Die EP haben wir mitgenommen und ja. 12 Shiny, das ist auch einer meiner Rekorde, ich habe sonst nie so viele. IV-technisch war jetzt da kein guter mit dabei. Normalerweise zocke ich ja immer beim alten Nordfriedhof und dort war heute mal ein 100er. Und genau an dem Tag, wo ich nicht da bin, also ich habe 16, 17 Ziedes jetzt dort verbracht, genau an dem Tag kommt ein 100er Hydropi. Was aber nicht schlimm ist, denn ich habe einen 100er Hydropi, sogar relativ hoch, noch entwickelt. Der wird heute noch gemaxt, Max Out Monday, checkt das Video auch noch ab. Und ja, ansonsten schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Waren die Spawns bei euch auch so gefühlt schwächer? Und wie viele Shinies habt ihr bekommen? Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.